München, Ostfriedhof. Am frühen Morgen des 17. Oktober 1946 werden hier 12 Leichen zur Einäscherung angeliefert. Angeblich verstorbene US-Soldaten. Tatsächlich sind es die in Nürnberg gehängten Kriegsverbrecher, die hier in aller Stille eingeäschert werden sollen. Einer von ihnen war Hitlers wichtigster Militärmanager. Ein Mann, der bis zuletzt zu den Entscheidungsträgern zählte. General Alfred Jodl, 56, verheiratet. An allen Feldzügen beteiligt, in einem Krieg, der alle Dimensionen sprengte. Ungeheure Zerstörung. Maßlose Verbrechen. Millionenfaches Sterben. Ein Lebensweg voller Rätsel. Erst ist Jodl ein Gegner der Nazis, will als Offizier nur seine Pflicht tun. Am Ende sprechen ihn die Richter schuldig, Zündstoff für Legenden. Es war reine Rachejustiz, die durchgeführt worden ist. Wenn man Leute verurteilt nach Gesetzen, die nachträglich geschaffen worden sind, ist das keine gute Sache. Ein umstrittenes Urteil auch bei den Siegern. Es trifft einen Mann, der die Augen verschloss. Vor den Verbrechen und vor der Frage nach der eigenen Moral. То, что его казнили, это была закономерность. Er wurde zum Tode verurteilt und ich finde, das war richtig so. Vielleicht kann man ihn deswegen als Menschen bedauern. Aber wenn es um solche Verbrechen geht, darf es kein Mitleid geben. Spurensuche in einer fatalen Karriere. 1890 geboren, trägt der kleine Alfred bis zum 8. Lebensjahr den Familiennamen der Mutter, Baumgärtel. Die Müllers Tochter gilt im Regiment des Vaters als nicht standesgemäß. Der Berufsoffizier muss seinen Abschied nehmen, um zu heiraten und den unehelichen Sohn zu adoptieren. So will es die Moral im königlichen Bayern. Ein Familientrauma, das den Sohn verschlossen macht. Mit 13 kommt er ins Kadettenkorps, bleibt einmal sitzen und darf an Festtagen der Page des Königs sein. Die Ferien verbringt er mit der Familie in den nahen Alpen. Das Bergsteigen wird Leidenschaft und Lebensmaxime. Die Bergkameradschaft, so schreibt er später, habe ihn geprägt. Was fällt, das musst du halten, ein Spruch von Seilgefährten. Jodl folgt ihm bis ins Führerhauptquartier. 1914 zieht er als Leutnant in den Ersten Weltkrieg. Als Artillerieoffizier muss er nicht in die vorderste Linie. Die Grauen des Schützengrabens bleiben Jodl weithin erspart. Vielleicht schreibt er gerade deshalb: Das Soldatentum liegt mir im Blut. Als die Monarchie zusammenbricht, ist das für den einstigen Königspagen kein Weltuntergang. Die gekrönten Häupter hätten eben versagt, das Volk zu einen, so meint er. Eine neue Ordnung muss jetzt her. Für Rechtsextreme hat der junge Offizier wenig übrig, im Gegensatz zu vielen anderen Veteranen. Jodl glaubt an die Republik und will ihr treu dienen, nicht aus Liebe, sondern aus Vernunft. Er war durchaus ein Demokrat. Das Demokratische war ihm vom ganzen Hintergrund her nicht fremd. Aber er war natürlich abgestoßen vom Parteiengetriebe. Und er war ein ganz leidenschaftlicher Gegner der nationalsozialistischen Bewegung. Noch in der Republik 1932 macht Jodl einen Karrieresprung, wird ins Ministerium nach Berlin beordert, wo der Bayer sich durch preußisch anmutenden Fleiß auszeichnet. Als Hitler an die Macht gelangt, ist der Vernunftrepublikaner entsetzt. Zum Tag von Potsdam, an dem die Reichswehr ihre Unterstützung für das neue Regime demonstriert, sagt er vor Untergebenen: Hitler ist den geltenden Gesetzen nach an die Spitze des Reiches berufen. Wir haben zu gehorchen und unsere Pflicht zu tun. Inoffiziell sagt er einer Freundin: Fallen Sie doch bloß nicht auf diesen Scharlatan rein.
Loyalität wieder bessere Einsicht. Auch privat fühlt sich Jodl hin und her gerissen. Seit gut 20 Jahren ist er mit seiner Jugendliebe Irma verheiratet. Eine geborene Gräfin von Bullion, 5 Jahre älter als er. Die Ehe ist kinderlos und die Gattin inzwischen mehr an seiner Karriere interessiert als an ihm selbst. Irmas Neffe erinnert sich. Die Ehe ist karg. Die haben sich zwar gut vertragen, aber ich habe zum Beispiel nie gesehen, dass sie sich geküsst haben oder sonst irgendwelche Zärtlichkeiten ausgewechselt haben. Oder das war überhaupt nicht der Irma, auch ihre, gar nicht ihre Sache. Sie war der Motor für den Alfred. Sie hat das auch alles bewirkt und eingefädelt, die ganze weitere berufliche Karriere. Im Berliner Ministerium lernt Jodl eine Jüngere kennen, Luise von Bender, Sekretärin, 27. Wie er liebt sie Ausritte im Wald. Und die Gattin weiß davon. Es war ein Bereich, in dem Irma dem Alfred nichts Äquivalentes bieten konnte. Und da sie eine kluge Frau war, sagte sie, ich binde das aber in meine Ehe ein. Und er soll ruhig mit Luise zum Reiten gehen. Und warum denn nicht? In den nächsten Jahren lässt sich Jodl von Hitlers Erfolgen blenden. Als deutsche Truppen 1938 im Sudetenland einmarschieren, ist er schon Oberst und linientreu. Die Aufrüstung der Truppe und Hitlers scheinbar friedliche Eroberungen haben alle Zweifel verstummen lassen. Jodl schreibt: Es bleibt zu hoffen, dass die Ungläubigen bekehrt sind. Das Genie des Führers und seine Entschlossenheit, auch einen Weltkrieg nicht zu scheuen, haben erneut den Sieg davongetragen. Unfasslich, unfasslich. Der pure Irrationalismus schlug durch. Oder insofern, es fiel ein Mann also von den Maximen seiner Erziehung ab, nämlich eine Lage so nüchtern und ungekünstelt wie möglich zu beurteilen. Dass der Weg in einen Krieg führt, der nicht zu gewinnen ist, will Jodl nicht sehen. Genauso wenig wie die Schattenseiten des Regimes. Versetzt nach Wien erlebt er die systematische Entrechtung, Enteignung und Vertreibung der 150.000 Wiener Juden. In Jodls Tagebüchern und Briefen findet sich darüber kein Wort. Ein Jahr später ist er Generalmajor und wieder im Krieg. Der Überfall auf Polen ist schon der Anfang vom Ende, nur erkennt das kaum jemand in Deutschland. Auch Jodl nicht. Im sogenannten Führerzug auf dem Weg an die Front steht er Hitler zum ersten Mal persönlich gegenüber. Für das OKW, das Oberkommando der Wehrmacht, darf er die militärische Lage auf der Karte erklären. Hitler ist wenig beeindruckt von dem neuen Helfer. Keine Ratschläge bitte. Jodl soll Befehle ausführen, mehr nicht. Der schnelle Sieg führt zu Selbstüberschätzung. Und beim nächsten Mal will Hitler nicht mehr den Generälen vom Heer die Führung überlassen. Er will selbst der Kriegsherr sein. Die Heeresspitze de facto entmachten. Dafür wird er das OKW brauchen. Und diesen schweigsamen General aus Bayern, Alfred Jodl. Der ist stolz, so nah bei Hitler zu sein. Als Militärmanager für den nächsten Feldzug. Es soll ein Angriff werden, wie es ihn noch nicht gegeben hat. Mit tödlich genauem Zusammenspiel von Luftwaffe, Marine und Heer. Für die standesbewussten preußischen Heeresgeneräle ein Affront. Durch einen Bayern und einen Österreicher. In der Eliteakademie von West Point gehört Jodls Angriffsplan noch immer zum Unterricht.
Historisch gesehen ist Deutschland ja eine Landmacht, bei der Marine und Luftwaffe bis dahin keine große Rolle gespielt hatten. Man kann deshalb gut verstehen, warum die Generäle des Heeres ihren traditionellen Führungsanspruch auch behalten wollten. Jodl aber war seiner Zeit weit voraus. Er hatte die gestiegene Bedeutung von Marine und Luftwaffe für die Kriegsführung erkannt. Er war wirklich schon ein moderner General. Der moderne General hat keine Bedenken, den Überfall auf zwei neutrale Länder zu planen. Am 9. April 1940 greift die Wehrmacht Dänemark und Norwegen an. Völlig überraschend. Das Unternehmen heißt Weserübung. Und es wird Jodls Verhältnis zu Hitler entscheidend verändern. Wie geplant spielen Marine und Luftwaffe eine Hauptrolle. Das erste große amphibische Unternehmen der modernen Kriegsgeschichte. In Dänemark und Südnorwegen wird der Widerstand schnell gebrochen. Im Norden aber, beim Angriff auf den wichtigen Erzhafen Narvik, kann die Luftwaffe keine Unterstützung leisten. 10 deutsche Zerstörer mit 2000 Gebirgsjägern an Bord sind auf sich selbst gestellt. In den Fjorden nördlich des Polarkreises. Zunächst fällt Narvik den Deutschen kampflos in die Hand. Die Kriegsschiffe warten im Fjord, während die Gebirgsjäger die Umgebung sichern. Dann tauchen plötzlich überlegene britische Schiffe vor Narvik auf und riegeln den Fluchtweg in den Atlantik ab. Die 10 Zerstörer sitzen in der Falle. Auf Namen eines britischen Marinesoldaten vom aussichtslosen Kampf der deutschen Schiffe. 7 Zerstörer werden versenkt, 3 versenken sich selbst. Noch heute erinnert das Wrack der Georg Thiele an die dramatische Seeschlacht. An der Stelle, wo wir vorher gestanden haben, der Maschinenmatwächter und ich und ebenfalls die Kameraden, an der Stelle war noch eine Granate eingeschlagen und hatte unsere anderen Kameraden umgerissen. Und über die mochte ich nicht hinwegsteigen, war unmöglich für mich. Ich habe meine Schwimmweste dann da an Ort und Stelle aufgepustet und bin in Höhe des Schraubenschutzes bin ich über Bord gesprungen und in Feuerlee an Land geschwommen. In voller Montur, natürlich wohlweislich, denn wenn du an Land kommst, brauchst du ja Klamotten. Die überlebenden Matrosen und Gebirgsjäger müssen sich in die Berge zurückziehen. Ohne Nachschub, ohne Aussicht auf Unterstützung. Narvik geht wieder verloren. Im Hauptquartier verliert Hitler die Nerven. Die erste Niederlage droht. Er will die Truppen zurückziehen, notfalls einer Flucht ins neutrale Schweden zustimmen. Jodl widerspricht.